Willkommen zum Talk Freifunk für Geflüchtete, ein Erfahrungsbericht aus Essen. Vorab stellen wir uns kurz vor. Ich habe den Daniel mitgebracht. Daniel wird euch ein bisschen was über die Technik erzählen, was wir wie gebaut haben, warum wir das gebaut haben, welche Schmerzen wir erfahren haben und was uns dazu bewegt hat, mal einiges anders zu machen. Der eine oder andere kennt mich vielleicht. Philipp Berndroth, P. Berndroth auch bekannt. Und ich bin auch in Essen aktiv, schon seit einer ganzen Weile. Wir haben da eine ganze Menge Freifunk-Infrastruktur aufgebaut, viele Richtfunkstrecken mittlerweile, etc. pp. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Unsere E-Mail-Adressen, falls ihr irgendwie Fragen habt im Nachgang, was auch irgendwie für eure Community interessant sein könnte oder wo ihr vielleicht Hilfe oder Ideen oder auch Anregungen für uns habt, würden wir uns natürlich freuen, wenn es da was an Feedback gibt. Ja, warum machen wir das? Die Monique sitzt auch im Publikum. Sie hat dazu auf der Republika gesprochen. Und ich habe es mir erlaubt, da einfach mal ein Zitat aus ihrer Folie zu kopieren. Es ist mehrfach bestätigt worden, dass einfach das ein Grundrecht ist auf freien Zugang zum Internet. Das leben wir Freifunker schon lange, jeden Tag. Wir fordern das immer wieder. Und reden uns an der Stelle eigentlich den Mund fusselig. Und wie es auch auf den letzten Veranstaltungen war, wo wir darüber gesprochen haben, kommt die Bereitschaft, das zu tun, das umzusetzen, hier aus der Community. Und das finde ich ganz spannend, dass sie aus der Community kommt und dass sie nicht von den Stellen und Institutionen kommt, deren Pflicht es vielleicht wäre, das am Ende umzusetzen. Und somit füllen wir hier natürlich als Freifunker eine, man kann sagen, Lücke oder schließen da eine Lücke und stellen Infrastruktur bereit für die Menschen, die das dann eben benutzen, obwohl man vielleicht auch mehr politisch darauf hinweisen und darauf pochen sollte, dass es doch eigentlich eine Daseins- oder eine Fürsorgepflicht der öffentlichen Hand ist an dieser Stelle. Ich habe es gesagt, Monique hat das auf der Republika, da gibt es einen Vortrag zu erwähnt und das Video kann ich jedem empfehlen. Es ist sehr spannend, sich die Details nochmal anzugucken. Wenn das dann so wäre, dann gäbe es endlich WLAN für alle, keine Probleme mehr, stoppt die WLAN-Schwäche. Ist total einfach, sieht man hier, ein bisschen Hardware in die Steckdose und gut, WLAN für alle. Ja, so einfach ist das natürlich nicht, denn wir haben eine spezielle Situation vor Ort, eine anspruchsvolle Situation. Wir haben Zeltdörfer, Containerdörfer, Turnhallen, Schulen, große Unterkünfte. Aber wir haben eben auf der anderen Seite auch Support und Unterstützung durch die Kommune oder die Stadt. Die Stadt ist ein bisschen größer, also Kommune ist vielleicht ein bisschen klein. Die Stadt Essen hat mehrere hunderttausend Einwohner und für eine Stadt in der Größe ist es eben dann auch möglich und das sollte in allen Städten so sein, meiner Meinung nach, auch wenn dann schon die Freifunk-Community diese Arbeit leistet, da eben entsprechend zu unterstützen. Das passiert bei uns. Nach vielen anstrengenden und langen Gesprächen, zum Beispiel, wenn wir an einem Flüchtlingsheim, ich werde gleich ein paar Fotos zeigen, Infrastruktur aufbauen, dann stellen sie uns einen Hubsteiger zur Verfügung, wenn wir an den Flutlichtmast irgendwo dran müssen oder woanders größere Installationen machen müssen, dann reicht halt die Leiter nicht mehr. So, ganz einfaches Beispiel. Da haben wir auch Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr, also auch durch andere Organisationen. Wir haben dann, wie das wahrscheinlich bei den meisten ist, Leute, die ihren Internetanschluss teilen, also Internetspender, so nennen wir die, und haben damit aktuell etwa 10 große Standorte versorgt, die kleinen jetzt mal ausgenommen, also das sind Standorte von 250 bis 400 Leuten, die in so einer Flüchtlingsunterkunft leben. Und das hat uns eben auch vor größere Herausforderungen, vor allem technische, gestellt. Da kommt Daniel gleich drauf zu sprechen. Und wir haben dann uns überlegt, zum einen, was ist eine kostenmögliche Lösung? Also wie können wir das bezahlen? Mit Spenden, mit Freiwilligen, die Equipment kaufen. Und zum anderen,
wie können wir überhaupt eine Versorgung für 200 bis 400, 500 Leute von WLAN-Equipment sicherstellen? Man weiß das selber, dass eben da so ein Plastikrouter relativ schnell an die Grenzen kommt. Die Zusammenarbeit mit der Stadt, habe es gerade angesprochen, die ist zäh am Anfang gewesen. Die Stadt ist auf uns zugekommen, aber es ist natürlich so, dass die Mühlen der Verwaltung nicht immer schnell mahlen. Und es dauert und es ist auch gar nicht so einfach, den Leuten bewusst zu machen, warum braucht es das überhaupt? Also warum braucht es Public Wi-Fi in den Flüchtlingsunterkünften? Es ist so, dass wenn ich etwas habe, also wenn ich mein Wi-Fi habe im Büro oder am Smartphone, meine LTE-Verbindung oder mein UMTS, dann vermisse ich das erst, wenn ich das nicht mehr habe. Und so geht's natürlich auch den Leuten, die hier zu uns kommen. Die haben es natürlich alle vorher gehabt und die haben auch ihr Smartphone, was sie mitbringen, aber sie haben dann eben keinen Access hier. Und das erstmal in die Köpfe derjenigen zu bringen, die vielleicht darüber entscheiden oder die das auch unterstützen sollen, das ist nicht immer so einfach. Und dazu braucht es dann, wenn man das mal geschafft hat, auch Rahmenbedingungen. Wie kann man diese Sache langfristig zum einen umsetzen und wie kann man auch die Kommunikation und die Organisation so hinbekommen, dass es eben möglich ist, dass es für uns war es ein Thema, dass es möglichst effizient passiert, weil wir nicht unbegrenzt viele Ressourcen haben. Aber wie können wir es auch hinbekommen, dass es für die, die auf der anderen Seite sitzen, also die zum einen Sponsoring dafür geben, die uns unterstützen, die uns Material zur Verfügung stellen, eben auch nicht eine zu große Belastung oder eine zu große Belastung ist, dass wir alle 5 Minuten als Freifunker da anklopfen und sagen, wir brauchen mal das, wir brauchen mal das, wir brauchen mal jenes. Und sie am Ende 25 verschiedene Ansprechpartner von der Community haben, das will kein Mensch, der in der Verwaltung sonst strukturierten Prozessen nachgeht. Also haben wir uns dazu entschieden, dass es da einen festen Ansprechpartner gibt gegenüber der Kommune und der Verwaltung. Und das andere Thema ist ein ganz wichtiges Thema. Das basiert bei uns auf ganz viel Vertrauen. Das ist der Zugang oder der Zutritt zu den Unterkünften, diese Zeltdörfer. Sind teilweise umzäunt. Es gibt Sicherheitsfirmen, die das bewachen, also die da aufpassen, dass da nichts passiert und die auch den Zutritt kontrollieren. Und es ist so, dass hier natürlich das auf Vertrauen auch beruht, dass wir da als Freifunker ein- und ausgehen und dass wir da unser Equipment aufbauen können. Aber da gibt's natürlich auch Spielregeln, zu denen wir uns committed haben. Wie zum Beispiel, dass wir nicht die Zelte, wo die Leute eben drin wohnen, sie haben da teilweise Wohnkabinen, die da eingerichtet sind, einfach so betreten, da sind dann Sozialarbeiter oder Betreuer dabei. Das machen wir dann nicht alleine, es ist was anderes, als wenn wir da in dem Zeltdorf rumlaufen, als wenn wir da irgendwo auch in die Privatsphäre der Leute sogar eindringen, weil die haben da eben ihre 4 Quadratmeter vielleicht, wo das Bett steht und wo die Wohnkabine ist und da ist es dann vielleicht auch nicht angebracht, einfach da reinzuplatzen, da reinzulaufen, da rumzulaufen. Das soll eben alles ein bisschen koordiniert auch ablaufen. Das ist auch der Kommune sehr wichtig. Wie organisieren wir das intern? Wir haben regelmäßige Treffen. Wir nutzen Slack zur Kommunikation. Sind da auch nicht immer ganz glücklich mit. Haben das genutzt, weil es da war, weil es einfach ging und weil es schnell zu setupen war. Wollten uns eigentlich gar nicht mit einer Tool-Diskussion an der Stelle rumschlagen, sondern wollten einfach nur was haben, was funktioniert. Ob das langfristig so bleiben wird, ich glaube nicht, oder? Also wir sind da schon eher politisch auch so eingestellt, dass wir das selber betreiben wollen. Aber da brauchst du natürlich auch Manpower und Ressourcen zu. Was aber inhaltlich da wichtig ist, dass wir eine eigene Kommunikationskanal innerhalb des Systems benutzen, wo wir uns pro Unterkunft abstimmen. Also wenn es eine neue Flüchtlingsunterkunft gibt, dann legen wir da eine neue Gruppe an, dann sind da die Leute drin, die da vor Ort sind oder die da vor Ort was installiert haben. Und das machen wir eben dann pro Unterkunft. Anfragen von den Hilfsorganisationen kommen bei uns ins Ticketsystem in der Regel, wenn was per Mail kommt. Vieles passiert auf dem persönlichen Wege. Und geht dann bei uns entweder in die Diskussion, in der Slack-Gruppe, auf dem Freifunktreffen oder auch per Mail zwischen den einzelnen Ansprechpartnern.
die da eben für zuständig sind. Wir haben eine Wiki-Seite, die wir so gut es geht pflegen für jede Unterkunft. Die beschränkt sich so ein bisschen darauf, wie einfach wie die Struktur da ist. Also wie groß ist die Unterkunft, wo ist die etc. pp. Die Informationen sind auch öffentlich, also welche Unterkunft wo ist, da hat auch die Stadt kein Problem. Es gibt Unterkünfte, die sind nicht öffentlich, das sind die zum Schutz von Minderjährigen zum Beispiel. Das spoilern wir dann auch nicht. Das ist aber sonst eigentlich kein Thema, dass das öffentlich ist, da hat auch keiner ein Problem mit. Und was wir da nicht machen ist, Ansprechpartner oder irgendwie persönliche Ansprechpartner dazu nennen, also wer für die Unterkunft zuständig ist, steht da schon, also es stehen teilweise Nicknames, aber eben nicht natürlich Telefonnummern oder andere persönliche Sachen. Das machen wir in einem internen Bereich. Ganz wichtig ist für uns, hat sich herausgestellt, eine Begehung vorher zu haben, also zu gucken, wie sind da überhaupt die Gegebenheiten, was trifft mich da, muss ich da Richtfunk hinbauen, gibt's da vielleicht jemand in der Nachbarschaft, haben wir da schon irgendwo einen Standort, von dem wir das erreichen können, sehr unterschiedlich, aber es macht Sinn, das vorher zu machen, weil das natürlich auch wichtig ist, für welches Material beschafft werden muss etc. pp. Ja, das erste Zeltdorf ist im September 2015 online gegangen. In weniger als 24 Stunden. Hat damit zu tun, dass wir einen Wasserturm in der Nähe hatten, von dem wir Richtfunk dahin bauen konnten, der bereits mit Equipment ausgestattet war. Und dass wir auch Leute gefunden haben, die spontan gesagt haben, ich bezahle das Material dafür. Das ist ja auch immer so ein Thema. Am Ende kostet das Geld für das Material, was da aufgehangen wird oder hingebaut wird. Die Unterkunft hat 400 Bewohner, ist so eine Standardgröße der Unterkünfte in Essen. Und wir hatten Unterstützung durch die Feuerwehr. Das war ganz nett. Die Freiwillige Feuerwehr hat uns da unterstützt und hat uns da mit Material und Technik zur Seite gestanden. Ich habe ein paar Fotos. Das ist jetzt von dem Wasserturm. Es gibt schon Equipment da, wie man sehen kann. Und es hängt da auch eine Powerbeam. Das ist die andere Seite. Das ist jetzt ungefähr in 22 oder 25 Meter Höhe am Flutlichtmast. Das ist die Gegenstelle. Und da haben wir dann eben 300 Mbit ungefähr Richtfunk. Dieses Foto ist ein bisschen aktueller. Man kann vielleicht die Höhe ganz gut sehen. Daniel steht da unten und ich stand, glaube ich, oben, als ich das Foto gemacht habe, im Steiger. Und wir haben da, da wir da einen Blitzeinschlag in der Nähe hatten, letztens Hardware austauschen müssen. Ja, dann haben wir nochmal dieses schöne Foto bei dem Wetter gemacht. Das ist ein anderes. Das sind die Modulbauweisen, die wir teilweise haben, noch zwischen den Zeltdörfern. Man sieht links das Zeltdorf, dann sind die Container da. Und es ist sehr vorteilhaft, dass überall diese Laternen stehen in den Zeltdörfern, wo auch schon Kabel gespannt sind. Und wir haben dann auch mit Zugseil Kabel gespannt zwischen den Laternen, wenn wir halt dann den Richtfunk irgendwo hinterminieren wollten, von da, wo er ankommt, an der Laterne, wenn es dann geht. Teilweise, wenn wir eben Stationen in der Nähe haben, wo wir schon Infrastruktur haben, dann geht es sehr einfach. Jeder, der schon mal so eine Nanostation installiert hat, der weiß, das ist eigentlich keine große Aktion. Auch mit der Ausrichtung, der Öffnungswinkel ist groß. Also das geht relativ problemlos. Was nicht so einfach ist, ist zum einen da dran zu kommen und zum anderen auch die Kabeldistanzen beim POE, so maximal 100 Meter, das ist schnell erreicht in so einem Zeltdorf, denn die Zelte sind doch sehr groß und die Leitungswege sind lang. Da muss man immer ein bisschen gucken. Ja, wie sieht's da drin aus? Das ist so das klassische Bild. Vor allem auf der linken Seite, die Steckerleisten ist immer sehr faszinierend, wenn man das zum ersten Mal sieht. Hier sind relativ wenig Smartphones dran. Meistens liegt der ganze Tisch voll, 50 Smartphones, und die Leute laden das da, und es zeigt eigentlich, wie elementar wichtig das für die Menschen ist und welche Wertigkeit das hat. Ich find's toll, dass hier auch die Stadt, die diese die Vorgaben für die Unterkunft machen, immerhin daran denken, dass es das gibt. Schade ist, ich habe gerade mit Markus noch drüber gesprochen, dass es das nicht in den einzelnen Wohneinheiten, in den Kabinen gibt. Das wäre natürlich toller. Das gibt vielfältige Gründe dafür, warum das nicht so ist. Aber immerhin haben sie dran gedacht und haben das hingebaut, und die Leute können ihre Geräte da laden. Auch hier wieder Vertrauen, die Geräte liegen da einfach, da geht auch keiner dran und nimmt keiner was weg. Und teilweise sitzen die Leute dann eben da und sind dann da am Skypen oder
was sie auch immer gerade tun, um sich vielleicht auch einfach ein bisschen die Zeit und die elendige Langeweile zu vertreiben, die eben in so einer Unterkunft herrscht. Rechts auf dem Bild ist ein bisschen Technik zu sehen. Wir haben diese Stromverteilungskästen oft und da haben wir dann teilweise auch natürlich die Möglichkeit für unser Equipment Strom zu nehmen, also Switche hinzustellen oder PoE-Injektoren etc. Da gibt's einiges. Das ist mal so ein Blick von oben, also da kann man mal die Dimension sehen, die ist schon gewaltig. Ist auch ein Zeltdorf im Essener, im Bereich der Innenstadt. Das ist jetzt auch wieder was wir per Richtfunk angebunden haben. Und diese Modulbauweise ist eigentlich immer gleich. Wir haben es so, dass wir nicht in allen dieser Zelte Infrastruktur haben, also auch Access Points. Wir haben uns eigentlich immer darauf beschränkt, dass wir das Gemeinschaftszelt oder das Küchenzelt ausstatten. Da gibt's auch weinendes Auge bei, weil man natürlich eigentlich denkt, baust doch überall hin, die Leute sind auch überall, also kann es auch überall das WLAN geben. Der Punkt ist einfach ganz klar das Material, was natürlich viel mehr benötigt werden würde und aber auch die Manpower. Und ein anderer Punkt, den kann man so oder so sehen, ist das Thema Ruhestörung. Das Problem ist, dass es in diesen Zelten natürlich ein wahnsinniges Tobabo ist. Da sind Familien mit Kindern, da sind mehr als 100 Leute in so einem Zelt und dann laufen halt teilweise natürlich auch die Smartphones mit Videostreaming und Musik den ganzen Tag. Und das trägt dann nicht immer unbedingt zum Hausfrieden dabei. Ich finde die Lösung mit dem Gemeinschaftszelt, Küchenzelt eigentlich ganz gut, weil das ist immer geöffnet. Da haben wir können wir immer rein. Das ist auch nicht in den persönlichen Bereich, also wo die Schlafbereiche oder Kabinen sind, dass wir da irgendwie an das Equipment müssten oder Kabel ziehen oder was auch immer. Das ist für uns eigentlich ein ganz guter Kompromiss und es ist vor allen Dingen auch schaffbar mit überragender Manpower, trotzdem viele Unterkünfte anzubinden und wir sind so ein bisschen der Meinung, wir machen lieber es für mehrere Leute, dafür vielleicht nicht perfekt oder nicht 100% in der einen Unterkunft, aber dafür können wir mehr Leuten vielleicht damit helfen. Das ist nochmal so ein Bild vom Feuerwehreinsatz. Für die Jungs war das auch ganz schön und spannend, weil die natürlich bis dato noch nie Richtfunk oder überhaupt mit so einem Thema in Berührung waren. Sonst haben die andere Aufgaben. Aber was mich persönlich da sehr berührt hat, war die Hilfsbereitschaft. Und das sind schon ziemlich coole Jungs so bei der Freiwilligen Feuerwehr, was die so machen und warum die das machen. Das passt ganz gut auch mit dem ehrenamtlichen Engagement. Ja, und dann, ich habe es schon angesprochen, ist natürlich die Frage, was für ein Setup, was für eine Hardware und wie baut man das? Wir haben den Talk angekündigt und haben gesagt, dass wir einen tiefen Einblick in die Infrastruktur geben wollen. Das machen wir jetzt auch. Will da jetzt zu überleiten, um mal zu gucken, wie können wir das mit wenig Hardware und mehr Engineering lösen. Per Heinlein hat dazu gesagt, Brainware statt Hardware. Das teilen wir und wir haben uns überlegt, wie kriegen wir das hin? Natürlich abhängig von den technischen Anforderungen. Vielleicht willst du an der Stelle weitermachen. Wie es da aussah? Ja, wir haben halt natürlich irgendwie nicht den Luxus, dass wir über eine Faser liegen haben. Dementsprechend holen wir uns halt unseren Uplink größtenteils durch irgendwelche Nachbarn oder halt eben Firmen, die uns netterweise Uplink sponsern, die wir dann per Richtfunk anbinden. Und dementsprechend ist die Bandbreite, die pro Standort zur Verfügung steht, aktuell sehr überschaubar. Also wir reden da von 10 bis 50 M max. Wir haben einen Standort, der ist mit 200 Mbit angebunden und verteilt das auf zwei Sites aktuell. Aber das ist halt eben der Einzelfall. Wir haben halt weiterhin das Problem, dass wir keine statischen IPs haben an den Sites und dementsprechend auch nicht irgendwie relativ günstig Grättunnel in Richtung Supernodes oder sowas bauen können, sondern müssen uns da halt durchaus mit so Themen wie NAT rumschlagen und dementsprechend an der Stelle hat das auch Auswirkungen auf dann die Wahl der Tunneltechnologie etc. pp. Wir haben uns von Anfang an überlegt, dass der Betrieb halt möglichst schmerzfrei sein sollte. Wir wollen möglichst viele Sites aufbauen mit möglichst wenig Wartungsaufwand
Und wenn wir warten müssen, dann möchten wir nicht unbedingt dahin fahren und erst wieder ins Camp müssen, sondern wollen das Ganze remote haben. Dementsprechend haben wir uns als allererstes, bevor wir irgendwas anderes gemacht haben, eine Management-Infrastruktur aufgebaut über OpenVPN. Und Ziel der ganzen Geschichte ist gewesen, die Sache so weit zu standardisieren, dass wir jetzt relativ schnell in der Lage sind, neue Sites auszurollen. Also wir reden jetzt von Hardware bestellen. Von dem Zeitpunkt, wenn die Hardware ankommt, ungefähr 3 Tage, ist die Site online. Meist Wochenenden. Du musst Genau. Ja, was haben wir bei der grundsätzlichen Planung berücksichtigt? Wir haben halt im Freifunk sehr hart gelernt, dass Layer 2 schwer zu debuggen ist, schlecht skaliert und wir immer wieder ein Problem mit Schmutztraffic haben. Dann macht es bei einem Flüchtlingsheim auch nicht unbedingt Sinn, immer zu meshen. Es wäre zwar ganz schick, und wir tun es auch teilweise demnächst, in der Site dann selber zu meshen, aber halt die Site so ans normale Freifunknetz anzuschließen, ist an der Stelle nicht so sinnvoll, aufgrund eben dieser Layer-2-Problematik. Man muss dazu sagen, dass wir die natürlich Mesh haben. Also es gibt natürlich Mesh, aber es gibt eben nicht Mesh in der Unterkunft, sondern es gibt Mesh am Mast, draußen, drumherum, wie auch immer. Aber es gibt es eben nicht in der Unterkunft, nicht im Zelt. So, da ist ein Kabel. Fragen machen wir nachher, also vielleicht einfach kurz merken und dann machen wir das danach. Genau. Also grundsätzlich haben wir es dann halt so gebaut, dass wir möglichst viele 5 GHz Geräte versorgen können, weil das 2,4 GHz Band bei uns wahrscheinlich wie überall komplett überlastet ist. Und gerade wenn wir so eine Site haben, die relativ nah in der Innenstadt ist oder sowas, ist das einfach keine Option an der Stelle. Ja, Layer 2 weg, Routing Rocks. So, so ein typisches Equipment in der Installation. Wir kaufen momentan Edge Router X. Die kosten einfach so irgendwie 60 Euro und da kriegt man relativ viel Router für sein Geld. Dann für Richtfunk halt Powerbeams oder Nanostation kommt halt arg auf die Reichweite an, die wir da zu überbrücken haben. Und als Access Point halt UAP Lite oder Pro in der AC-Variante. Damit kriegen wir pro AP so um die 80 bis 100 Leute gut versorgt. Das klappt ganz gut. Genau, Materialkosten liegen so bei 300 bis 400 Euro. Kann natürlich mal eine größere Site sein, dann kommt halt nochmal ein Access Point dazu, dann kommt halt nochmal ein 100er drauf, aber so in etwa in dem Bereich bewegt sich das. So, zum technischen Teil. Wir teilen jeder Site ein Subnetz zu, meistens ein /24, weil es einfach so ist, dass nicht genug Devices in der Site vorhanden sind, dass ein größeres Netz momentan Sinn machen würde. Wir haben das aber so flexibel aufgebaut, dass wir die auch jederzeit irgendwie renumbern können und dann ist das auch kein Problem. So, NATen, ganz wichtiger Punkt, auf der Supernode, nicht auf dem Edge X. Die sind logischerweise nicht ganz so hart mit Hardware ausgestattet und der macht relativ viel in Software und dementsprechend möchte man dann nicht unbedingt das NATen und die ganze Contract-Geraffels ebenfalls noch auf dem Edge X haben. Dementsprechend haben wir halt ein RFC 1918 Netz, was der Site zugewiesen wird, was dann Richtung Supernode geht und von da aus wird dann genattet. So, aktuell als Tunneltechnologie ist halt Tunneldigger im Einsatz. L2TP darunter, das dreht aktuell ganz gut. Nicht so wie das OpenVPN, was wir am Start hatten, da komme ich später drauf. OpenVPN aber immer noch im Einsatz für Management. Es gibt halt eine /24 pro Site, das sollte erstmal reichen für ein paar Geräte. So. Neuerdings dann nach dem letzten Umbau haben wir jetzt IBGP, was wir über die jeweiligen Transfernetze über den Tunnelleger sprechen. Somit hat sich unser Aufwand, was die Verwaltung der Netze angeht, um einiges reduziert. Jede Site announced halt ihr Subnetz, was ihr gerade zugewiesen ist und dementsprechend läuft das Routing dann dem fast automatisch. Alle Supernodes sind Ansible managed, so dass wenn eine neue Site hinzukommt, das im Endeffekt ein Dreizeiler ist und ein Ansible Call und dann ist die online.
Das gilt leider noch nicht für das Management, aber daran wird gearbeitet. Monitoring und Alerting machen wir momentan über Prometheus. Dabei ist aber zu beachten, dass wir halt relativ wenig Alerting haben am Anfang und dann halt erstmal abwarten, was uns da eigentlich an Problemen begegnet und dann dementsprechend daraufhin anpassen. Online-WLAN-Controller im EZ steht einfach nur an der Stelle dafür, dass wir den UniFi-Controller für die APs benutzen. Das ermöglicht uns ein zentrales Management der APs. Und der steht einfach bei uns im EZ und tut. Ist auch unabhängig dann dementsprechend von unserem Management VPN. So, aktuell sieht es in etwa so aus, so eine Site, wenn wir sie aufbauen. Wir haben halt so ein Management VPN, was vom Edge Router aufgebaut wird über OpenVPN. Dann haben wir jeweils N Tunnel-Digger-Tunnels, verschiedene Supernodes, die dann jeweils das Routing machen. Und ja, leiten dann aus ins FFL Backbone. So, Monitoring. Sammeln halt Metriken momentan über SNMP, haben SNMP-Exporter auf den Kisten laufen. Der bereiten die Sachen dann dementsprechend auf. Alerten halt momentan auf Offline-APs, sowas wie Contract-Schmerzen auf den Supernodes und halten halt den Traffic-Graph darüber auch im Auge. Die Startphase war ein bisschen holprig, weil uns relativ schnell aufgefallen ist, dass OpenVPN auch ohne Krypto für den Transport von großen Traffic-Mengen auf kleiner Hardware nicht unbedingt geeignet ist, was dem Zeitpunkt geschuldet war, weil das war einfach schon da und dementsprechend haben wir es erstmal benutzt. Ja, die CPU-Last bringt halt so einen Edge-Router mal relativ gut ins Schwitzen und führt auch teilweise dazu, dass die Dinger einfach mal rebooten. Dementsprechend haben wir das relativ schnell dann abgerissen und dann Side for Side durch Tunnel-Digger-Installation installiert, ersetzt und das dreht. Ja, Edge-Router an sich sind ganz nett, sind nur hin und wieder mal ein bisschen buggy und zickig, verlieren halt hin und wieder mal so Config wie SNMP oder der RadVD möchte halt nicht, aber es ist halt auch mal ein 60-Euro-Gerät und man kriegt halt dafür doch eine Menge an Router und die Schmerzen halten sich echt in Grenzen. Die wichtigste Lektion, die wir gelernt haben, ist definitiv gute Vorbereitung. Du möchtest nicht vor Ort auf irgendeinem Boden sitzen und dieses Side-Confen, weil doch irgendwas anderes ist, als du es gedacht hättest, was auch wieder auf diesen Punkt zurückführt, dass wir gerne vorher eine Ortsbegehung machen und auch gerne wissen, was uns da erwartet. Ja. In naher Zukunft steht halt bei uns an, dass wir die Doku auf jeden Fall ausbauen wollen. Die ist noch relativ dünn momentan. Weiterhin das Ansible-Zeug ist alles im GitHub zu finden. Dementsprechend auch da muss noch ein bisschen ausgebaut werden. Da ist auch noch nicht alles drin. Wir haben viele weitere Sites in Vorbereitung, was aber momentan auch arg daran hängt, dass wir teilweise noch keine WLAN-Spende haben. Und ganz wichtiger Teil für die Technikerabteilung, wir müssen unbedingt das Multitable-Routing auf den Edge-Routern anzünden. Die haben nämlich den Nachteil, dass sie Routen nur lernen können in die Main-Table, was ein bisschen doof ist. Wenn das Default-Gateway gerade in der Main-Table steht, worüber du ja den Uplink kriegst. Dementsprechend geht es jetzt darin in die Richtung, dass wir halt für alles, was wir brauchen, Management VPN, NTP-Server, DNS, machen wir statische Routen und dann lernen wir halt die Default-Route vom Backbone in die Main-Table. Das ist aber noch Work in Progress. Aktuell läuft das in der Tat so, dass wir Skripte überall liegen haben, die dann hingehen und Connections dementsprechend, also im OpenVPN ist es halt in der Tat ein if-up-Skript gewesen, was dann einfach die Routen geschrieben hat. Und beim Tunneldigger ist es momentan so, dass auch im Tunneldigger-Hook-Skript dann an der Stelle Routen geschrieben werden. Das soll aber nicht so bleiben. Soll ich auf die anderen Punkte nochmal eingehen? Ja, gerne. Genau, vielen Dank. Also ich würde nochmal auf die anderen Punkte eingehen. Du hast angesprochen, die schmalbandigen DSL-Anschlüsse.
Es ist so, dass wir durch die Kooperation mit der Stadt da eben auch in Projekten stecken, was das Thema Glaswasser anbelangt, dass wir da eben bessere Transportmöglichkeiten bekommen oder auch schon haben, teilweise zu Unterkünften. Ja, und dann natürlich MPLS auch ins Spiel kommt für den Transport einfach effektiv zu den Standorten, weil die Stadt hat einfach sehr viele Gebäude und sehr viele hohe Standorte, auf denen wir auch selber Infrastruktur hinbauen können, sei es auch nur Richtfunk oder dann eben auch Faser dafür benutzen können. Das andere Thema ist das Tunneldigger, was angesprochen worden ist. Es kommt ja ursprünglich aus dem WLAN-Slowenia-Projekt, wo wir eine ganze Menge Kontakt mittlerweile auch hinhaben und wo wir dann auch jetzt versuchen wollen, was einfach auch zurückzugeben, wie das ja bei den Open-Source-Projekten auch wünschenswert und üblich ist, indem wir das dann auch wir haben das für die MIPS-Plattform gebaut, das den Tunneldigger-Client und das dann auch in einem Apt-Repository zur Verfügung stellen können, aber eben auch das, was wir dem dann Anpassungen und an Änderungen gemacht haben, dass das eben zurückfließen kann ins Projekt. Das ist jetzt so kurz davor. Dann gab es noch ein ganz wichtiges Thema. Es kam in einer der letzten Gespräche mit der Verwaltung auf die Frage, wie sieht's denn eigentlich mit anderen Sachen aus? Also mit Obdachlosen, Schlafstelle, Jugendheime etc. pp. Zum Beispiel die Jugendheime haben wir auch schon sowas angebunden oder so andere soziale Einrichtungen. Oder das haben wir auch einfach Freifunk aus der Stadt gemacht, die dann so ein Standard-Plastikrouter einfach hingestellt haben. Das reicht in 98% der Fälle auch eben aus, nur eben nicht halt für größere Installationen. Dann ist dann einfach mehr Planung erforderlich und mehr, ja, vielleicht auch technische Anpassung. Das wollen wir unbedingt forcieren. Also wir finden es auch gut, dass die Stadtverwaltung das auch im Blick hat, dass eben an diesen Einrichtungen auch genauso wie an den Flüchtlingsheimen oder woanders eben das auch Public Freifunkzugang geben soll für die Leute sind auch dabei zu gucken, dass sie das auch mit eigener Manpower machen können. Also ich meine, die Städte haben in der Regel auch IT-Dienstleister, die haben Manpower, die haben Geld dafür und die sollen das natürlich auch, muss das nicht alles die Freifunk-Community machen und gerade auch dann in solchen Standorten. Mehr Zusammenarbeit mit anderen Communities ist auch so ein Thema. Das ist ja ein Grund, warum wir das auch heute hier machen, weil wir wissen, dass es eine ganze Menge Communities gibt, die auch viele Schmerzen haben mit diesen großen Installationen, mit dem ganzen Thema Flüchtlingshilfe. Also einfach auf, ich spreche jetzt nur von technischer Sicht. Und dazu haben wir auch in der Vergangenheit schon einfach auch ein paar Treffen mit anderen Communities. Bei uns ist ja zum Beispiel Düsseldorf nicht weit weg gehabt, die eben da auch ähnliche Probleme haben und hoffen, dass wir da einfach mehr auch Austausch hinbekommen können, denn auch der soziale Aspekt ist natürlich wichtig. Vielleicht auch erstmal soweit an dieser Stelle eine persönliche Anmerkung sei noch erlaubt zum Thema, warum machen wir das alles so als fertige Lösung, als fertiges Setup, was wir da hinbauen? Wir haben uns lange Gedanken dazu gemacht, können wir das nicht ganz normal in unser Mesh-Netzwerk reinhängen, diese Geräte, diese Router, die wir da vor Ort aufbauen, haben das jetzt teilweise gemacht, teilweise nicht. Wir haben den meisten Teil, also per Layer 3, geroutet, angebunden an Funk-Backbone-Standorte oder eben dann an DSL-Anschlüsse mit Tunneln. Wir haben leider nur relativ, wie gesagt, wenig Manpower, was die Pflege anbelangt, der Geräte und der Infrastruktur. Und deswegen sind wir nicht hingegangen und haben die Router einfach dahin geworfen und in der Hoffnung, es wird sich dann irgendjemand drum kümmern. Also wir haben das geplant, auch technologisch designt und dann eben hingebaut. Das ist natürlich ein ganzes Stück weit weg von dem, wie wir sonst in der Stadt Freifunkrouter aufbauen, wie Leute zu uns kommen, wie wir den zeigen, wie könnt ihr den Router flashen. Das machen die Leute ja dann selber. Hier haben wir das eher ein bisschen anders gemacht. Das hat ein Für und Wider. Der größte Grund oder der Antrieb, warum wir das gemacht haben, ist, dass wir eben davon überzeugt sind, dass die Leute das Public Access da eben haben sollten in den Flüchtlingsunterkünften. Aber es ist natürlich auch ein brutaler Betrieb von Infrastruktur,
den wir da machen und der auch natürlich nicht immer von alleine abläuft, wahnsinnig viel Zeit natürlich in das Projekt an der Stelle geht, aber am Ende sagen wir eben, dass die Leute das einfach brauchen und wir machen das als, andere sagen dazu humanitäre Hilfe oder humanitären Akt. Das sehen wir so, aber wir sehen natürlich auch, dass das nicht ewig so weitergehen kann, dass die Freifunk-Communities in der Dimension große Infrastruktur betreuen. Also das, ich hoffe, dass wir da einfach auch mit der Kommune, mit der Verwaltung, dass das mehr einfach von denen auch selber dann kommen kann am Ende. Also wir haben ja jetzt schnell eine Lücke geschlossen. Es ist so, dass viele Hilfsorganisationen, die in den Unterkünften sind, mit unserer Infrastruktur arbeiten, die Leute da registrieren, die haben teilweise UMTS-Sticks an ihren Notebooks dran. Das UMTS-Datenvolumen ist nach der Hälfte des Monats verbraucht. Und dann verbinden die sich zu unserem Freifunk-WLAN, was funktioniert. Aber da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist das Sinn und Zweck der Sache? Und was läuft da vielleicht dann auch politisch schief? Warum ist das überhaupt so, dass sie da mit einem UMTS-Stick sitzen? Das vielleicht noch so als Anmerkung. Sonst ist es so, dass wir natürlich jetzt zufrieden in die Richtung sind, dass es wahnsinnig stabil und performant funktioniert. Wir haben uns viel Gedanken darüber gemacht, wie wir aus dem im Verhältnis billigen Equipment die maximale Performance rausholen können. Wie das langfristig weitergeht, wird sich, denke ich, zeigen. Ich denke, wir haben jetzt noch auch ein bisschen Zeit für Fragen. Vielleicht hat der ein oder andere dann noch konkrete. Also es gab von da eine Frage, da vorne zwei. Ja, Monique hat eine Frage, da hinten. Ich finde es erstmal total toll, wie viel Energie ihr da reingesteckt habt und wie viele da auch umgesetzt habt. Und tatsächlich trotzdem, oder du hast es ja auch schon selber angesprochen, also empfinde ich zwischen dem Freifunk als Community-Projekt und als Projekt im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, Selbstlernen, Technikkompetenz und so, zu dem, was ihr jetzt im Rahmen der Flüchtlingshilfe aufgebaut habt, weil ihr auch mit wenig Manpower, ihr habt ja alle Gründe genannt, die sind mir auch vollkommen einleuchtend und klar, also ich da trotzdem eine sehr, sehr große Diskrepanz zwischen zentral, eine kleine Gruppe, managed zentral für sehr viele Menschen etc. zu der eigentlichen Idee von, genau, ich lerne ja selber Technikkompetenz, Medienkompetenz und so. Und vielleicht, ich formuliere es als Frage, ist aber vielleicht auch eher ein Wunsch. Inwiefern denn ist es euch denn möglich oder könntet ihr euch vorstellen, auch Geflüchtete eben einzubinden? Also da auch vielleicht einfach Bildungsangebote zu machen, Workshops zu machen, dass sie vielleicht auch selbst ermächtigt werden, in ihren Unterkünften das selbst zu tun, und dass man vielleicht dann irgendwann vielleicht auch wieder wegkommen kann von diesem super zentralen, ja auch sehr hierarchischen Thema. Da steckt ja nicht nur das Thema Machtkonzentration drin, sondern ja aber auch das Thema, dass was ist, wenn ihr vielleicht aus irgendwelchen Gründen mal nicht mehr könnt oder so, dann gibt's natürlich auch Probleme so, ne? Ja, also das Problem ist definitiv, wie habt ihr irgendwelche Strategien schon damit umzugehen oder Ideen dazu? Ja, also erstmal vielen Dank. Das erste natürlich, das ist ein bisschen ein ganzes Stück steht in Diskrepanz zu der eigentlichen Idee und zu dem eigentlichen Projekt. Das ist so. Das ist bei uns so, wie es jetzt geworden ist, eben aus diesem konkreten Problem oder dieser Hilfe entstanden, den Leuten da einfach Access zu geben. Das ist so und da braucht man auch nicht lange drum rumreden. Und das zweite Punkt, also wie können wir die Leute da mehr selber ermächtigen, das zu bauen? Also wir würden das wahnsinnig gerne tun und wir haben auch teilweise sogar Kontakt auch mit den Leuten gehabt aus den Unterkünften, die da, wo sie aus den Ländern, wo sie kommen, wo sie bei ISPs gearbeitet haben, die mit Richtfunk rumgemacht hatten, die kannten auch unser Equipment. Aber das Problem ist, was wir haben, dass die Unterkünfte, in denen die Leute bei uns sind Not- und Behelfsunterkünfte. Gerade diese Zeltdörfer und die Leute sind, das ist der politische Wille auch, nicht sehr lange in diesen Unterkünften. Und es ist so, dass die Leute dann dezentral untergebracht werden. Das beginnt jetzt erst gerade im großen Schritt. Und da hoffe ich einfach, dass wenn ein bisschen mehr Zeit vergangen ist und die Leute fest in der Stadt sind, dass wir die da mehr einbinden können. Das wollen wir auch.
Es gibt durchaus auch Unternehmen im IT-Bereich bei uns in Essen, die auch wo Flüchtlinge Praktikas machen oder teilweise auch auf Minijobs oder was es da alles gibt. Und da hoffe ich schon, dass wir einfach mit den Leuten dass wir die mehr in unsere Community reinholen können, um sie da eben ermächtigen, das selber zu betreuen, weil auch, wie gesagt, einfach auch, weil unsere Ressourcen da begrenzt sind. An der Stelle wäre es schon eine große Unterstützung und die Leute da durchaus Fähigkeiten haben. Vielleicht ein kleiner Hinweis auf ein anderes Projekt, was es gibt. Das LabDo-Projekt, die stellen Notebooks bereit zu Bildungszwecken und jetzt auch für die Flüchtlingsarbeit, mit denen wir auch eine Kooperation haben. Das wollen wir jetzt machen, auch in den Flüchtlingsunterkünften für die Leute, die kein Smartphone haben. Das heißt, dass wir da Notebooks und Sachen hinstellen. Refugees Emancipation hat uns vorgemacht, wie es geht. Und die dann auch selber von den Flüchtlingen da verwaltet und betreut werden. Das wird jetzt so die nächste Sache, die wir da angehen werden. Es dauert, es ist mühselig und man braucht einen langen Atem, aber das Ziel haben wir ja. Vielleicht beantwortet das ja. Da vorne war noch eine Frage. Ja. Ihr hattet vorhin auf einer Folie das Wort Schmutztraffic. Ja. Was meint ihr damit? Kannst du nämlich auf drei Arten verstehen. Ja. Ja, war vielleicht ein bisschen schlecht formuliert. Ja. Also es geht natürlich um Probleme, die ich in großen Layer-2-Netzwerken habe. So Sachen wie Broadcast zum Beispiel. So als ein Beispiel. Ah. Oder ARP ist ein anderes Beispiel. So war es gemeint. Ja, also technische Probleme. Und ansonsten ganz kurz, ich kann das für uns bestätigen. Wir haben eben auch große Sammelunterkünfte, wo Leute meistens 3 bis 5 Wochen sind. Ja. Und wenn man die eingewiesen hat, hat man nach spätestens 5 Wochen wieder komplett neues Publikum und es bringt halt gar nichts. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die Leute, wenn sie in diesen Sammelunterkünften oder diesen großen Unterkünften sind, in dieser Zeit auch andere Ziele haben, als an der Freifunk-Community mitzuarbeiten. Also für die Leute ist es in dem Moment wahnsinnig wichtig, wie komme ich aus dieser Zeltunterkunft erstmal wieder raus? Das ist so die erste Sache. Wenn ich da bin, mache ich mir erstmal Gedanken, wie ich da wieder rauskomme. Und dann können wir hoffentlich die Leute integrieren in die Community. Aber wir waren in vielen Unterkünften und haben die von innen gesehen. Und wer auch mal auf so einem Bett gesessen hat, der weiß, da will man halt nicht lange bleiben. So. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz die Reihenfolge. Hier vorne war noch eine Frage. Ja, ich hätte eine Frage zu den Ressourcen. Ihr habt gesagt, ihr seid nicht viele. Wie viele seid ihr denn, die Admin-Zugänge zu den Sites haben? Und also, vielleicht noch eine erweiterte Frage. Wie shared ihr die Credentials wer darf denn ins Camp? Also wir haben auf der Infrastruktur, ich glaube, 4 Leute, die Access haben auf alle Komponenten. Sind die Leute, die es am Ende auch technisch gebaut haben. Es gibt bei uns keine Bedingungen, ob wir da jetzt irgendwie einen dazulassen oder rauslassen, außer dass er irgendwie mal beim Freifunktreffen gewesen sein muss. Und wir wollen natürlich jetzt nicht einfach massenhaft Credentials auf die Infrastruktur streuen. Aber im Prinzip haben wir da keine Bedingungen oder sowas. Es ist mehr als einer und das finde ich ist erstmal das Wichtigste überhaupt. Und es ist so, dass wir schon auch in der Gruppe halt die Dinge besprechen, also wenn wir technische Änderungen oder Anpassungen oder was wir da auch immer machen, ist es so, dass wir die Sachen, also was wir vorhin hatten, also das Monitoring und Statistik und sowas, das ist auch öffentlich. Und sonst die Leute, die in die Unterkünfte kommen, ist immer ein bisschen abhängig davon, wer sich um die Unterkunft kümmert. Die werden dann vorher angemeldet bei der Security, entweder bei die Stadt oder bei den Dienstleister, der das betreut, und dann kommen die da rein, aber das ist in der Regel auch kein großes Problem. Ich sag mal so, wir sind halt auch sehr gern gesehene Gäste in den Unterkünften, ja. Ja. Aber es ist natürlich am Ende trotzdem, das habe ich gesagt, es ist ein Thema von Vertrauen. Und da ich auch mit der Stadt da in Kontakt stehe und da so den Draht halte, habe ich natürlich auch in gewisser Weise meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass unsere Leute sich da vernünftig benehmen. Und das finde ich ist schon wichtig. Weil es ist halt, wie gesagt, es ist Privatsphäre auch der Leute in den Zelten, die wohnen da, die leben da. Es ist, als wenn du woanders in die Wohnung gehst und da kann ich halt nicht als erstes reingehen und das Smartphone nehmen und ein Foto machen. So, das geht halt nicht. Das kommt nicht gut an. Zunächst mal Dankeschön, dass ihr das macht. Ich hätte eine Frage, habt ihr Probleme mit Sabotage? Jetzt sowohl quasi von den Bewohnern oder von irgendwelchen besorgten Bürgern oder so? Nee, zum Glück nicht. Wir haben allerdings auch
Wir haben allerdings auch so wenig Infrastruktur wie möglich im Flüchtlingsheim stehen. Auch die Ad-Shooter etc. pp., das steht alles außerhalb, also beim Internetspender oder am Uplink. Wir versuchen das, was an Equipment steht, so klein wie möglich zu halten. Klar, wenn es mal nicht läuft, gehen die Leute hin und ziehen den Stecker am Access Point raus. Aber wir versuchen, die Sachen auch so hinzubauen, dass nicht jeder drankommt und Cut-Kabel rein- und rausziehen kann oder was auch immer. Und durch das Monitoring und Alerting sind wir der Meinung, dass wir auch schneller wissen, wenn es nicht mehr funktioniert, als die Leute das vor Ort gemerkt haben. Das war für uns aus technischer Sicht auch ein bisschen ein Ansporn, das so gut zu bauen, wie es irgendwo geht. Aber es ist natürlich auch gut, wenn wir Kontaktdaten, sei es von der Security oder auch von Bewohnern haben und wenn man denen auch sagen kann, mach mal dies oder tu mal jenes oder hilf mal, was zu reparieren, dann ist das hilfreich. Aber so Sabotage würde ich, nee, also das nicht. Es ist auch ganz klar so, dass wir bisher durch Blitzeinschläge mehr Hardware verloren haben als durch Sabotage. Ja. Und das war ein Stück Hardware, ja. Ich wollte fragen, wie weit stellt euch die Stadt irgendwelche Infrastruktur zur Verfügung? Vielleicht Fasern aus dem Verkehrsmanagement, um auch, die Stadt ist Großessen, ja. Dass ihr dementsprechend Fasern nutzen könnt, um die Infrastruktur aufzubauen? Also passive Infrastruktur stellt uns die Stadt zur Verfügung. Also Fasern? Ja. Also gerade bei alten Schulen oder so, wenn sie wirklich noch da ist, dann ist das schon möglich. Ja. Genau, was ich ganz toll finde, ist, die Stadt hat, unser Bürgermeister sagt, wir müssen raus aus dem Krisenmodus, rein wieder in geordnete Verhältnisse, also auch, dass die Leute nicht mehr in den Notunterkünften leben, weil das ist Krisenmodus. Ist es so, dass einige Gebäude angemietet worden sind, große Gebäude, um die Leute immerhin feste Gebäude unterzubringen, weil das ist auch ein Kostenthema, ihr habt vorhin die Zahlen gesehen, das sind gewaltige Kosten, was diese Zeltdörfer, die sind gemietet, kosten. Unabhängig davon, ob die Kosten gerechtfertigt oder nicht, das will ich gar nicht diskutieren, aber es ist wahnsinnig viel Geld, was es kostet und es sind eben gemietete Infrastrukturen und das, was jetzt angemietet wird oder was feste Infrastruktur ist, da ist auch teilweise Kabelkanal drin, bis hin so, dass wir jetzt auch besprochen haben, dass zum Beispiel auch mal eine Cut-Dose dann in den Aufenthaltsraum oder sowas ist, wenn es nicht schon in dem Gebäude ist, teilweise sind es auch alte Gebäude, die leer stehen oder die benutzt worden sind und da kann man dann auch Infrastruktur benutzen, aber das ist auch sehr unterschiedlich von Gebäude zu Gebäude und so. Bitte. Ja, ihr habt gesagt, dass ihr nicht an allen Standpunkten mescht. Und wenn jetzt Anwohner quasi dann doch Internet zur Verfügung geben wollen, wie funktioniert das dann? Also wir meschen nicht in der Unterkunft, aber wir haben natürlich an den Standorten durchaus Sachen am Mast oder wie auch immer, weil es ist ja für uns auch, wenn wir schon Richtfunk dahin bauen zu der Unterkunft und da ist ein Mast, dann wollen wir natürlich auch Equipment von uns fürs da sollen alle von profitieren können, dranhängen. Aber wenn wir Anwohner haben, die gezielt Internet spenden für eine Unterkunft, ist das in der Regel ein Peer-to-Peer-Link. Also das sind einfach zwei Nanostations, Powerbeams, was auch immer, die einfach ein Kabel ersetzen. Hat ganz einfach damit zu tun, dass die Bandbreite, die wir brauchen, das ist ein VDSL 50 Mbit-Anschluss, der ist dann halt voll, wenn wir das anmachen. Also nicht dauergehend und aber in der ersten Zeit auf jeden Fall. Es ist dann halt kaum mehr Bandbreite überhaupt da. Also das ist erstmal jetzt technisch auch gehen würde. Ich weiß nicht, da ist noch was? Ich würde mich kurz einmal zwischenschieben. Ja, gerne. Wir haben bei uns im Braunschweig auch einige Unterkünfte, auch so Größenordnung 30, 60 Bewohner. Und ihr habt gesagt, ihr habt so teilweise 10 bis 50 Mbit vor Ort. Wie ist eure Erfahrung so im Mittel? Reicht das? Also 10 ist knapp. 10 ist knapp. Allerdings ist es so, dass wir, wenn man sich die Traffic-Graphen mal anguckt, können wir vielleicht auch im Nachgang nochmal machen, man sieht, dass der Traffic am Anfang natürlich extrem hoch ist. Warum, wissen wir nicht. Meine Erklärung ist, dass die ganzen Smartphones, wenn sie eingebucht sind, erstmal Updates installieren. Das ist ein bekanntes Thema. Das ebbt nach einer Zeit ab und was haben wir? Also im Mittel so vielleicht 20 bis 30 Mbit so pro Unterkunft, glaube ich. Also das passt ganz gut. Aber es ist natürlich auch ganz klar, wenn Bandbreite da ist, wird sie auch genutzt, ja. Sei es denn bis zu Streaming, Videotelefonie oder etc. pp. So. Bitte. Ich wollte nochmal so, genau, also dass es nach draußen mesh, finde ich total wichtig im Sinne des Freifunks. Das finde ich auch gut, weil dann ist ja dieser Erweiterungsaspekt, ne? Also dieses wachsende Netz.
Und dass es in der Unterkunft ab und zu keinen Sinn macht, aufgrund der räumlichen Gegebenheiten, so ist irgendwie auch klar. Aber was anderes noch, ihr hattet ja auch gesprochen, das finde ich auch total klasse, dass jetzt sozusagen auf andere soziale, sagen wir mal, Wohnunterkünfte oder auch andere Einrichtungen auszudehnen. Wir werden ja demnächst auch kleiner Werbeteaser freifunk-hilf.de launchen, dass ich genau über die Flüchtlingshilfe hinaus auch an solche Projekte richten soll. Aber genau da finde ich zum Beispiel den Aspekt, also da wäre es ja unter Umständen möglich eben nochmal, ich muss nochmal drauf rumreiten auf dieser Bildungsgeschichte und ich wollte sagen, dass wir hier mit der MABB in Berlin demnächst genau so ein Medienkompetenzthema machen mit für die Medienkompetenzzentren in Berlin-Brandenburg, wo wir versuchen, die Medienpädagogen, die in diesen Jugendeinrichtungen, die da arbeiten, zu ermächtigen und zu Multiplikatoren zu machen. Also die zu ermächtigen und aufzuschlauen, damit sie wiederum mit den Kids vor Ort Freifunkprojekte basteln können, die Kids gleich einzubeziehen in dem und Jugendlichen auch einzubeziehen beim Aufbau der Installation und auch des Betriebs. Und dann ist auch ein wunderbares Thema, weil es so praktisch und schnelle Erfolgserlebnisse liefert und dann auf der anderen Seite aber auch, das kennen wir schon aus Schulprojekten, total schnell so Fragen aufkommen wie ja, aber meine kleine Schwester und was ist, wenn die dann da so irgendwelche Inhalte sieht oder so. Also man kann wunderbar auch Medienkompetenzthemen in dem Zusammenhang wie Datenschutz oder Zensur oder sowas diskutieren. Und gerade wenn es in so eine Richtung geht, dann fände ich es halt total spannend, gerade weil ich dann auch Jugendeinrichtungen gesehen habe. Ich glaube, da kann man in diesem Bildungs- und Selbstlernrichtung ganz anders rangehen als jetzt mit in dieser Flüchtlingshilfe. Also haben wir, also waren ja zwei Sachen. Zum einen dieses Thema Obdachlosenschlafstelle und andere soziale Einrichtungen. Ich finde das persönlich wahnsinnig wichtig. Ein Kommentar, der da in der letzten Sitzung auch mit den Stadtverantwortlichen gefallen ist, ist der soziale Frieden in der Stadt. So, das muss man halt auch mal im Hinterkopf haben. Wir bauen halt auch nicht nur Flüchtlingsfunk, also nicht nur Internet für Flüchtlinge, sondern für alle. Das finde ich ganz wichtig. Und das andere ist, dass diese Medienkompetenz oder auch eben mit den Jungs und Mädels in den Jugendzentren oder so zusammen was zu machen. Wir haben konkret auch eins, zum Beispiel von der AWO, die machen ganz viele ehrenamtliche Sachen da angebunden und ja, die warten eigentlich nur auf uns, dass wir kommen. So, also das wird auch gerne angenommen und wir sind auch gern gesehene Gäste und ja, das ist eine gute Sache und das sollten wir fördern. Ich habe da ja auch persönlich zwei Hüte auf, zum anderen bin ich auch noch für den Freifunk Rheinland e.V. verantwortlich und wir haben uns das Thema auch nochmal für dieses Jahr auf die Fahne geschrieben. Wollen natürlich auch dann noch mehr Veranstaltungen machen in größerer Form, also zum Thema einfach ja, Bildung an der Stelle. Aber es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass das auch in den Communities vor Ort, dezentral, lokal passiert, weil das ist auch für uns als Freifunk Rheinland e.V., jetzt bei unserem Westen, sage ich mal, natürlich nicht zu leisten, das zu ersetzen, was viele kleine Communities einfach machen können. Und ja, der Bürgermeister aus Arnsberg hat bei der letzten Veranstaltung, wo wir waren, gesagt, dass das Wunderbare an Freifunk ist, dass es im Kleinen anfängt und dass es dezentral bei den Kommunen im Ort passiert und nicht irgendwie von ganz oben irgendwo was bestimmt wird und aufgedrückt wird den Kommunen, sondern dass es eben bürgerschaftliches Engagement ist im besten Sinne. Und ich finde, das ist ganz toll, dass er das gesagt hat. Man würde nicht vermuten, in welcher Partei er ist. Aber ja, das bestätigt das halt. Und ich denke, da können wir wahnsinnig viel Gutes tun, auch mit dem ganzen Bildungsaspekt und ja, einfach mehr Leute da ermächtigen, das zu bauen. Und das ist auch der Grund, warum wir hier sind. Wir wollen das eben gerne teilen, was wir da gebaut haben und auch wie wir es gebaut haben, ja. Ist natürlich in so 45 Minuten immer ein bisschen schwierig, da noch mehr technische Einblicke zu geben, aber wir sind natürlich auch noch da und es Fragen gibt. Bitte. Ist das schon fast der Einstieg in Bürgernetze? Für, also ich sehe das so, ja. Infrastruktur für, sag ich mal, gemeinschaftliche Organisationen. Also ich sehe das so, was das ganze Thema Wissen und Kompetenz anbelangt, aber nicht unbedingt die technische Infrastruktur. Also um Netz zu machen, egal ob das bei mir in der Straße ist, im Dorf oder in der ganzen Stadt, brauche ich ja erstmal Kompetenz überhaupt, um irgendwas betreiben zu können. Also ich muss wissen, wie Tools funktionieren, wie ein Router funktioniert, wie Pakete von A nach B kommen.
Von wem dann diese Infrastruktur ist oder bei wem sie am besten sein sollte oder wer sie dann am besten betreibt, ist ein ganz anderes Thema. Aber ich sag, die Kompetenz, um Leuten zu vermitteln, wie sie Technik betreiben können, das ist die Grundvoraussetzung für alles. Und da müssen wir erstmal anfangen. Und dann kann man darüber sprechen. Aber ich fände es toll, wenn wir mehr solche Projekte hatten. Früher gab es auch viel mehr davon, bevor es mal DSL für 20 Euro gab. Ich würde dir da gerne nochmal beispringen bei dem Begriff Bürgernetze. Der ist genau ganz. Früher gab es sehr viele Bürgernetze, aber die waren häufig noch ein bisschen anders motiviert und die haben noch ein bisschen anders funktioniert. Vor allen Dingen waren es eher so eine Art eher geschlossene Vereine, wo man durch seine Vereinsmitgliedschaft dann eben Zugang bekommen hat und dafür in der Regel auch bezahlt hat. Das ist im Freifunk ja ganz anders. Im Freifunk kann jeder mitmachen, auch ohne Mitglied zu sein, ist erstmal jeder willkommen. Und man finanziert auf unterschiedlichste Arten das. Das ist auf keinen Fall Voraussetzung, dass man selbst bezahlt dafür, dass man es nutzen kann. Also sehe ich noch ganz, ganz große Unterschiede, warum ich persönlich den Begriff Bürgernetze nicht so gerne benutze, sondern lieber von Gemeinschaftsnetzen spreche, die eben sozusagen erweiterbar sind, weil dieser Begriff Bürgernetz so vorbelegt ist mit diesen doch recht geschlossenen, sagen wir mal, Internetclubs. Und genau aus diesem Grund haben wir auch noch ein ganz großes anderes Problem, weil die so genau so funktioniert haben und der Freifunk heute ganz anders funktioniert und wir eigentlich nicht mit denen verwechselt werden wollen. Aber okay, das würde jetzt zu weit gehen. Stichwort geschlossener Nutzerkreis und den wollen wir halt nicht. Gab es woanders noch eine Frage, die ich übersehen habe? Sonst erstmal vielen Dank an der Stelle fürs... Ah, hier vorne ist noch eine Frage. Ja, ich meine, ihr habt ja die Freiwillige Feuerwehr als Helfer gehabt und die haben ja eine ähnliche Art von Infrastruktur. Sie haben einen Freiwilligen, sie haben Unterstützung vom Staat, damit sie ihre Ausrüstung haben und schauen, dass sie so Infrastruktur für alle zur Verfügung stellen. Habt ihr da auch sonst Erfahrungsaustausch mit denen? Also erstmal klar, haben wir viel Erfahrungsaustausch mit denen, weil man kennt sich und man ist überhaupt froh, dass man gegenseitig da ist und die warten natürlich auch auf nichts lieber als das Freifunk bei ihnen auf der Wache, was wir einfach noch nicht geschafft haben, aus Manpower-Gründen. Klar ist mir das bekannt, dass es das gibt. Dieses gegen Geld Bereitstellung von Infrastruktur und die machen aber ihre Arbeit ehrenamtlich, finde ich schon sehr sympathisch. Die Frage ist natürlich, wenn jemand was bereitstellt, ob es Geld ist oder ob es Material ist, welche Rahmenbedingungen gibt es und welche Erwartungshaltungen sind daran geknüpft? Und die Frage ist nicht immer einfach. Dazu, bei uns läuft es halt über die Berufsfeuerwehr. An der Freiwilligen Feuerwehr beiße ich mir größtenteils die Zähne aus, allerdings... Also bis auf die zwei, bei denen wir Mitglieder bei uns auch im Hackerspace haben, die bei der Feuerwehr und im Hackerspace sind, da läuft's. Bei sämtlichen anderen freiwilligen Feuerwehren kriege ich noch einen Nervenzusammenbruch. Aber die Berufsfeuerwehr ist inzwischen halt so weit, wenn die irgendwo Flüchtlingsunterkunft einrichten muss. Und da hatten wir jetzt eine mit 160 und eine mit bis zu 80 Leuten. Dann sagen die uns schon gleich Bescheid. So, Leute, wir haben da was Großes, kommt doch bitte schon gleich am Anfang mit rein. Ist auch cool. Und da muss ich sagen, die Berufsfeuerwehr macht das wirklich sehr, sehr professionell. Also da merkt man, dass die neben der Feuerwehr immer noch irgendwas anderes gelernt haben. Die älteren Semester meistens Elektriker, Schlosser, irgendwas Handwerkliches. Inzwischen sind es eher Rettungsassistenten, aber teilweise auch Mechatroniker. Aber da merkt man einfach, egal was, man spricht mit Leuten, bei denen man nicht anfangen muss. Also so ein Router, das ist ein elektrisches Gerät. Das muss man in eine Steckdose stecken. Also da merkt man schon, die Kommunikation ist ganz anders. Und die haben dann auch inzwischen ein Verständnis für, was wir tun und nehmen uns dazu. Die Berufsfeuerwehr macht allerdings halt die wenigsten Projekte, muss man auch sehen. Ja, kann ich nur bestätigen. Ich war auch sehr fasziniert, wie die Jungs bei uns die Leiter alleine angestellt haben an den Mast. Die wissen schon, wie es geht. Und zum anderen aber auch, wie sie dann mit ihrem Werkzeug umgegangen sind, für uns Halterung festgeschraubt und so weiter. Die sind Schlosser, Dachdecker, was auch immer. Die wissen schon, wie das geht, ja. Und die haben auch gutes Equipment. Und wenn man den Freiwilligen dann noch eine Kiste Bier hinterher mit ins Auto stellt, dann kommen sie auch beim nächsten Mal wieder. Und also das läuft schon ganz gut. Gängige Währung. Ja. Die sind ja auch irgendwie mit knapp 35 Leuten angerückt, damit dann zwei auf die Leiter gingen. Ja.
Man muss ja vorsorgen und so. Schon. Ja gut. Exakt. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.